und Zeit verschaffen. Geh weg, Mann, du Schwachskopf. Hätte ich. Boah, wie ich die Lache jetzt schon hasse. Wo ist der denn? Oh, ich hasse das, diesen verfickten Papagei zu suchen. Sag jetzt nicht, er ist wieder da drin. Hallo? Halt dich für. Wo ist er denn? Da gehst du nicht erst wieder. Doch, ich kann es vermuten, dass er wieder da ist. Ja, ich wusste es doch. Ja, rück die Lampe raus. Hol sie doch auch. Das geht nicht mal lange. Hä, wieso geht die Zeit jetzt? Willst mich verarschen? Ich hasse dieses verfickte Minispiel. Geh weg, du. Oh, wie ich den hasse. Ich hasse den Typen so abgrundtief. Am Ende fick ich diesen Hurenbock. Und gib's mir jetzt die Lampe oder so. Endlich, jetzt entkommst du mir nicht mehr. Ich plädere auf meine Schuldfähigkeit. Wohl aber auch Zeit. Warum alle die wohl hatten? Ob es die Lampe war, die ist. Ja. Sie ist etwas schmutzig. Mit einem. Hoppla? Mit etwas Spucke. Ist dir nicht gut, du bist etwas grün im Gesicht. Obwohl, hier ist alles grün. Und du bist auch gar nicht L. Nee, Aladdin kann sich nicht mehr bewegen. Weil Jafar die Stadt verzaubert hat. Aber warum, wer bist du eigentlich? Oh, verzeih mir, mein unhöfliches. Okay. Genie, der Lampengeist, zu deinen Diensten. Steckst du in Schwierigkeiten, Kumpel? Ein kleiner Wunsch nur und all deine Probleme sind gelöst. Schnell und unbürokratisch. Du kannst mir alle Wünsche erfüllen? Nein, kleiner, leider nur 3 pro Kunde. Solange der Vorrat reicht. Können sie ja nicht alles die anderen erledigen, oder? Dann sollte ich vorher gut überlegen. Eins kann ich dir jedenfalls sagen. Ich wünschte, diese Welt hätte weniger Sorgen. Dein Wunsch ist immer viel, Chef. Na, was sagst du zu deiner phantomfreien Stadt? Oh, klasse. Dann kann Aladdin jetzt also wieder sich bewegen. Wieder? Ups. Reumütiger Genie auf 12 Uhr. Was? Du hast ihm nicht geholfen? Du hast weniger Sorgen gesagt. Nun, das lässt sich weit auslegen, findest du nicht? Obwohl war ich etwa vielleicht voreilig. Nein, das ist nicht deine Schuld. Ich hätte das genauer formulieren müssen. Aber nicht doch. Halb erfüllte Wünsche machen sich nicht gut im Lebenslauf. Betrachten wir dann von gerade also als gerade Schnupper und als Zeichen meines guten Willens, habe ich dir direkt mal ausfindig gemacht, wohin der Bösewicht verschwunden ist. Ist das der Service? Bösewicht, meinst du Jafar? Großartig, also dann, ein neuer Versuch. Genie, bring mich zu Jafar. Du bist der Boss. Anschallen und wie starren. Enki mal wieder Musik. Ich hoffe wirklich, dass er nicht die Musik im draußen gehört hat. Hier scheint die Zeit nicht still zu stehen. Bingo. Der Zauber galt nur der Stadt. Gut, dann brauchen wir nicht mehr zu hetzen. Das war Jafar. Was? Wie bist du an diesen Ort gekommen? Ah, verstehe. Du bist also in den Besitz der echten Lampe gelangt. Und deine seltsame Waffe ist sicherlich auch nicht ganz unschuldig. Wo ist Jasmin? Meine zukünftige Königin, meinst du? Die ruht sich weit hinter der Tür aus. Tür? Welche Tür? Welche Tür für ihr Fahrer? Du findest sie niemals, Junge. Das brauche ich auch nicht. Du wirst es mir nämlich verraten. Das glaube ich nicht.
Ich muss das Herz einer Prinzessin erobern. Du furcht mir nicht in die Handwerk. Höre mich, Schlappengeist. Dies ist mein zweiter Wunsch. Hindere diese Kletten daran, mich zu folgen. Komm jetzt herzlos, oder was? Oh. Warte, irgendwo an den Seiten war das. Oder hier. Und... ja. Einmal Abschlusskommando ausführen. Ja, das ist easy. Das ist nur eine Welt. Verdammt, ich hab's nicht geschafft. Ach komm. Hätte ich mehr einstecken müssen? Ja, ich weiß. Sie sind den verlassen. Sanctus. Das ist das Einzige, was ich jetzt bekomme. Ey, das ist echt erbärmlich. Was ich gerade gemacht habe. Mach ich gleich nochmal. Na also, schon besser. Jaffa hat sich bestimmt in die Höhle verkrochen. Nochmal. Das ist nicht gut. 50. Geschafft. Hat ja lang genug gedauert. So, geschafft. Zum Glück bin ich aber so ein hohes Level, sonst hätte ich ein paar Probleme. Ja. Den Panzerung findet das Gegner deine Abwehrschwächen. Jetzt habe ich noch ein paar neue Dinge. So, damit habe ich das auch. Status Matrix. Okay, jetzt mache ich mal die ganzen Dinger da rein. Okay, jetzt habe ich genügend für... Okay. Was ist mit meiner Stimme jetzt los? Für eine neue Fähigkeit? Combo Plus. Gut, gut, gut. Speichern. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. In die Wunderhöhle. Das wird nicht einfach, Chef. Hab eine dreifache Fallenkonstruktion auf meinem Lampenschirm. Jaffa scheint dich ja wirklich gern zu haben. Das hat er sicher mit seiner Lampe gemacht. Der ganze Aufwand bedeutet vermutlich, dass er hier Jasmin gefangen hält. Klingt plausibel. Lass sie uns suchen und Jaffas eine ordentliche Abreibung verpassen. Geht klar, Chef. Wenn du Hilfe brauchst, einfach die Lampe reiben, ja? Ach ja, jetzt.
Dieses Level ist sehr komplex, also die Wunderhülle ist sehr groß. Wie ich mit meinem Schlüsselschwert abziehe, heftig. Fickt euch doch! Deswegen hasse ich diese komischen Fettköpfe. Ich muss ja vergessen, ich habe einen neuen Spezialtag hier. Füge ich die mal ein. Sanctus. Okay. So, so, so und so. Kinderkacke. Es gibt hier noch zwei, an die ich mich erinnere, also Systemkerne, die man hier noch betreten kann. Hier kommen gleich rote Kisten, ja, sag ich ja. Die können nichts Besonderes. Echt. Ja, diese Kiste gerne hätte ich da. Die hole ich mir jetzt. Was ist das denn? Neue Updates, okay. Tut mir leid, wenn ihr das gesehen habt. Jetzt kommen Gegner, sehr viele. Gleich euch die neuen Spezialattacke noch zeigen. Heftig, oder? Und weg. Klar, jetzt habe ich noch ein Level up. Also zwei Level ups, genau gesagt. So, 33. Sehen wir mal, was für ein Level ich habe, wenn ich mal im Endboss bin. Das war dumm von mir. So. Was mache ich da? Es kommt gleich ein Bug, da vorne seht ihr den. Erdstoß. Erdstoß? Lass ich mal wissen, was der Erdstoß jetzt ist. Erdstoß. Stürzt dich durch einen Gegner zum Boden. Schwert oder lässt sich Schwert auf den Gegner schleudern. Aerowurf, Blitzsalto. Was kommt aus Feuer denn? Feuerwurf. Was zur Hölle, was für ein Level Up das ist. Feuersalto. Folge. Ich hab Magnet.
kommt da raus denn? Magnera. Lass ich mal. Warte, Magnera war was Gutes. Da vorne ist ein Bug. Alter, erstmal Gegner hier töten. Ich glaube, es gab zwei Fettsäcke hier. Okay, da war nur einer. Sandfalle? Hier stimmt was nicht. Ich weiß, wo der Bug ist. Ich weiß mal speichern. Ich will mal wissen, warum meine Schulter wehtut, verdammte Scheiße nochmal. Das kann nicht von Zocken kommen, das kann nicht sein. Das stirbt meine Runde. So. Da ist der Fehler. Nicht bei dem. Bei dem hier. Und wir haben's. Ja. Bin sowieso schon overlevelt. 10 mal einen Angriff blocken. Okay, geht klar. Ist easy. Blöcke mit rot-blauen Spiralmuster ziehen dich an, wenn du ihre hellen Seite. Ja. Die ziehen mich an. Okay. Geschafft. Okay. Und also Leute, wenn ihr diese Herausforderung machen wollt, dann holt euch einfach einen Schattenlurch oder packt euch irgendwelche Schattenlöcher da an und dann lasst euch die angreifen und danach BAMS. Einfach ganz easy. Hier gab's doch. Ach, ich wusste es doch. Deswegen ist Magnera gut. Gibt's noch 6. Also es gibt noch insgesamt 6. Nein! Aber der Schaden, den ich ihm verpasst habe, ist noch da. Die letzten 2 sind da, oder? So knapp vom Ziel, aber nein! Lassen wir ihn doch mal runterfallen. Perfekt. Nächste Ebene. Warte, erstmal gucken, was für Schätze es gibt. Okay. Gut. 3 Gegner einfrieren. Okay, es geht. Ich muss meine Kommandomatrix etwas ändern.